Okay, Leute, wir bauen gerade eine FOB auf Scorched Earth und werden direkt angegriffen. Ich bin noch nicht mal da. Ich habe alles eingepackt. Wir gehen jetzt da schnell hin und unterstützen die Jungs. In dessen Modus Player der Naked Form. Alter Schwede, als ob. Hier ist ein Loch im Dach, ne? Ja, ich habe Okay. das Ceiling. Gut. Ich wollte es nur sagen. Und damit hallo zur nächsten Folge vom Tech Force Cluster. Genau wie in der letzten Folge haben wir uns entschieden für Action. Aber diesmal bin ich im Gegensatz dazu nicht alleine, sondern habe Unterstützung in Form von Blacky und Mickey, den wir ganz neu ins Team geholt haben, weil unsere alten Mates, mit denen wir angefangen haben, diese Season zu spielen, leider aufgehört haben. Und Blacky hat sich überlegt, dass wir ein ganz klitzekleines Raid sie raiden wollen. Und ja, wir raiden heute die Church Cave. Ich finde, das ist einer der schwierigsten Raids überhaupt, weil diese Cave so lang ist und so viele kleine Gänge hat, die man super defenden kann, wenn man online ist. Und die Defender sind online. Und außerdem noch ein anderer Trap, der sie auch raiden will. Das heißt Action pur. In diesem Video sieht man mir, by the way, an, warum ich sonst zu dieser Jahreszeit niemals mit Cam aufnehme. Es sind einfach 50 Grad in meinem Zimmer. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viel Grad bei euch sind und denkt ans Däumchen, wenn es euch gefällt. Es ist heiß! Alter, da bin ich so überrascht. Ich darf auf jeden Fall bloß diesen Mac anrennen ja, sehen. Ich hatte so viele Turrets an. Wolf. Und wenn also, das ich weiß nicht, wie heißt der Trap in der Cave, Blacky? Weiß ich nicht. Blacky, hast du Ele? Ja, auf einstecken. Ja, wenn du kannst du es reintun in die Storage Box. Geht sofort los. Alter, 4000. Ja, das ist von dem. Du Scheiße. Das ist einfach so viel, wie wir der ganze Base haben. So, wir gehen jetzt zu dem Vault, Mickey, ja? Okay, let's go. Ja, warte, noch Rocket. Also steht da wegen nichts anderes bei. Das ist nur ein Vault und eine Foundation. Ja, ja. Der wollte wahrscheinlich auch bauen, der hat die ganzen... Deswegen, ja. Wie gesagt, übelst viel Munition in, wo ist denn das? In gehabt und alles. Mickey, wo bist du hin? Du musst einfach nur runter. Andere Richtung. Runter. Da, in die Richtung. Hier, wie ich laufe. Ich seh dich. Ach, da, okay. Okay. Ach, da, jetzt sehe ich ihn. Ja. Ist das unser TP hier? Ja, das ist unser. Gut. Ey, voller Stress hier. Boss fehlt es an. Base safe. Sehr gut. Erstmal, wenn die jetzt mit Tegrex kommen. Achtung, Mickey, weg da. Ach so. Da kommt ein Karscher. Achtung, da kommt ein Karscher. Achtung. Scheiße. Mama. Oh mein Gott! Können wir da Turrets hinstellen? Ich hab keine mehr. Außerdem kommt Jenny nicht so weit vor. Haben wir auch Batteries? Ne, hab ich nicht mitgenommen. Okay. Hast du welche mit? Ne. Ne, ich war Slot, ich hab gar nichts mit. Okay. Doch, ich hab noch zwei Turrets, aber ich komme nicht so weit vor. Kann gucken, ach, ach nicht nee, das bist du, sorry. Ja, ich bin das. Ich habe keine Combo-Bows mit, weil ich, wie gesagt, schon Slotcap war. Ich auch nicht. Ich habe nur noch Fabi mit. Wir brauchen, ja, wir brauchen einen Combo-Bow für den. Das kannst du sonst absolut vergessen. Way. Also why? Ja, das ist der Wund da drin. Scheiße! Als ob du in die Turrets geflogen bist, Mickey! Ja, er lootet dich. Geht das so schwach, Mickey? Er fliegt einfach in die Turrets. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, wir müssen mal noch irgendwie mehr Turrets holen. Aha, auf jeden Fall. Ich habe einen Transit hier. Bei mir dann, ja, wir haben doch gesagt, da sind welche draußen. Der placed übel viel Spam. Kann er ja machen. Wir haben seine Max. Ich werde mir sein. Ja, ich habe 3 Max oder so von dem. Was? Ja? Junge. Ah, nee, das ist ein Exo. Leute, das ist ein Exo-Max. Ja, er spammt auch Turrets ohne Ende. Gerade vor uns. Direkt an die Kante. Mickey, du kannst nicht mehr davor, ne? Ja, er ja. Er versucht von links zu kommen. Ich habe ihn schon gesehen. Okay, ich muss mal Tech-Helm anmachen, ey. Ja, er versucht von links zu kommen. Ja, wir müssen ja eine richtig fette verbauen mit über viel Towern. Also mit Unlocker-Towern. Mickey, wir brauchen große Walls. Large Walls. Dann ich nehme Grappling-Hooks noch mit. Ceilings hast du genug für Unlocker Tower? 72. Dann machen wir nochmal Ceilings, Mickey, Gens, Tech Gens brauchen wir noch mehr, um vorzurücken. Wir müssen Meter für Meter gut machen. Nimm mal noch ein Force Field mit, falls das erste kaputt geht. So, ich habe jetzt das. Habe ich Shotguns mitgebracht? Guck mal bitte in den Schrank, ob ich die schon dabei habe. Ein paar sind da, glaube ich, drin. Silencer bringe ich jetzt mit. Also die Wände für die Unlocker Tower, hast du die schon gemacht? 60 Stück sind drin. Hier drin, ja, dann nehme ich die auch mit, direkt. Ja, jetzt nehme ich Black Pearls dann aus. Okay, ich travel wieder, ne, dass er nicht so lange der alleine ist. Wenn du noch Heavies brauchst, ne, du musst gerade welche craften, ich kann die nicht herstellen. Bin noch nicht 100. Ja, ich habe nochmal 30 Stück gemacht.
einen Intake und einen Ausgabedings, Bums. Was du meinst. Er fliegt da. Oh, ich glaube, ein Ele. Er hat voll bekommen. So noch, so Hedgeframes noch da? Kannst du noch Hedgeframes mitbringen? Ja, kann ich auch machen. Bloodstalker? Naja, versuch zu grabben. Mhm. Muss man erstmal Netze bereit machen. Ich will doch nur diesen scheiß Tower da bauen, Mann. Ja, wir haben keine Netze mehr. Kriegt Hits. Die Netze habe ich schon alle mitgenommen, die wir hatten, so 100 okay, Stück. Aber da kannst du gut nochmal 100 machen. Okay. Rappels hattest du mitgenommen oder soll ich noch welche mitnehmen? Kannst du noch welche mitnehmen? Hinter uns wird TP'd. Nee, war vor uns, habe ich gerade gesehen. Es war innen drin. Der hat oben ein TP für runter. Hast du Handschuhe an und ich sehe die nicht? Oder hast du gar keine Handschuhe an? Ich habe keine Handschuhe an. Okay, gut. Ich weiß nicht ganz, warum ich keine Handschuhe anziehe. Ich wollte nur fragen, hätte ich ja sagen, dass es einen Grund hat. Nee. Überhitzungsschutz, keine Handschuhe anziehen. Nee, ich überhitze ja trotzdem. Ich habe Durst halt, ne? Ich nicht. Ich habe außersehen statt Oxy Durst gewählt am Anfang. Gelevelt. Der Blatti steht gerade draußen, ohne dass da was ist. Hast du die Sniper? Wenn ja, schieß den mal tot. Ich habe gerade keine Sniper dabei. Rennt weg mit dem Bloodstalker. Da was vergraben? Was vergraben? Wo denn ein Turret da oder was liegt denn da? Ein Heavy Turret? Ist das erst ein bisschen eine Pflanze oder sowas, oder? Ich kann es nicht. Ein Heavy Turret. Der Gen ist voll offen. Ja, ja, der Gen ist noch voll offen. Backpacks habt ihr? Ja, haben wir mit. Zwei Stück. Ja. Sonst noch irgendwas. Ich habe jetzt Foreshield, Cakes, Shadow Stack, Fleisch, Foundations, Deldon, Compound-Bögen, Tech-Bögen, nochmal Netze, Enterhaken, Tech-Grenades. Ich glaube, das ist es. Er kommt wieder. Er ist da unten. Only Survivor, ganz wichtig. Ich will jetzt halt richtig fett aufrüsten. Ja. Das Gute ist, es ist alles über den einen Gen nur gepowert und der steht frei. Let's go. Okay, eins, zwei und zack. Prenetten. Oh, geht noch nicht. Sind die überhaupt nettbar? Stegos? Scheinbar nicht. Okay, gut. Dann let's go. Hier reinbauen. Er baut da gerade noch. Komm, Blacky. Von hier kommen wir super gut dran. Ja? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir gehen direkt auf den Rex. Kriegt Player des Todes, Player des Todes. So nicht. Krieg keine Player mehr. Muss weiter rein. Bloodstalker, ja, ich will laufen. Er versucht mich vom Rex runter zu krabbeln, aber sein Bloody kriegt von unseren Turrets Hits. Sehr gut. Schön. Du hast den Typen gekillt, ne? Ja. Mag sein, kann sein. Ja, dann schieß erstmal die Tech-Turrets hier weg, wenn's geht. Ich bin jetzt ein bisschen falsch gelaufen. Ich wollte eigentlich mehr dort, wo Mickey langläuft, aber. Ich kann es gerade nicht ändern. Kriegst du das neben mir auch, das andere? Zwischen uns das sozusagen? Ich versuch. Müsste down sein, oder? Wer jetzt?
Ja, kill auf jeden Fall den Bloody, genau. Hab ich. Sehr gut. Ben hat einen Hit. Sehr gut. Der rennt hier neben mir. Ich schieß da Rockets, oder? Nee, ich schieß Rockets. Ben ist aus. Sehr gut. Kann. Ben ist down. Geht der Tower? Ich drop das Force Field, ja. Ich drop hier das. Miki, kannst du noch drinnen bleiben? Okay, das Turret hier ist weg. Auf der Seite sind alle Turrets weg. Ich komme jetzt mit rein. Er steht direkt über uns. Ein Bias weg. Drop, was geht, Blaggy. Ich bin Hälfte im Stego. Der versucht zu grappeln. Pass bloß auf, Blaggy. Oh, irgendwas bei mir kaputt gegangen. Gauntlets broken. Bier ist weg, Gauntlets sind kaputt. Ja. Oh, mein Rüstung ist auch im Arsch. Okay. Und dann raus. Einmal raus. Ich habe nur noch 30k. Okay, einmal zurück. War aber ein guter Vorschuss. Wir haben viel geschafft. Sehr gut, Leute. Ja. Mein Stego ist erst Hälfte. 37. Ja, ich habe mal die ganze Zeit noch getankt. Ja, ist gut. Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen und die Heavies wegmachen, wenn ich sie schon, wisst ihr? Na, so nah dran bin. Auf jeden Fall eine Rüstung und geh erst sofort zurück. Ja, ich auch. Stegos durchtauschen. Wir müssen halt nochmal traveln. Wir haben an sich genug Stegos. Wir müssen halt nur nochmal traveln. Ich habe jetzt 16 Stück mitgebracht oder so. Ihr baut noch einen Tower. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ja, ich bin bereit. Gut. Von mir aus kommen wir direkt. Wo baut er den Tower vor? Vor dem Eingang, dort, wo wir gerade die Turrets getroppt haben, baut er gerade noch was. Jo, okay, rein. Ich bin da. Let's go. Ja, warte, ich mach mal rein. Ich geh los. Der baut da oben gerade ein Turret auf. Ja, ich seh's. Ganz schnell shoppen. So schnell wie du kann ich halt leider nicht laufen, ne? Und jetzt, go. Ich kriege die Player jetzt, deswegen beeil dich bloß. Ich komme. Beeil dich, Ja. Höher. Ja. Sehr gutes Down. Der ist direkt vor mir. Ich spreng ihm den ganzen Laden weg. Guck mal, ob du den Typen kriegst. Will ihn nicht. Tower ist down. Wo ist der Dude? Hier über mir, direkt über mir. Ah, da. Ich sollte mal mein Bier trinken, ja. Flak ist halb durch, weil ich ja volle Pulle reinbringe gerade. Miki, auf den Tower hier. Yo, es war kein Treffer. Scheiße. So geht's. Ja, er sitzt wieder oben drauf und versucht zu grabbeln. Warst du bestimmt eh nichts im Info, außer eine Flak, oder? Dann steckt es doch fix in den Rex, den kriegt er nicht so schnell tot. Wenn er dich killt. Viertel ist weg meines Lebens. Er ist weggeportet. Du kannst. Er ist weg. Was? Wie viel HP hast du? Voll viel. 56. Ich hab noch 39. Ich bin gekrabbelt. Karten? Ja, Karten? Er zieht mich in die Turrets. Bin down. Du Rex. Na, was nicht. Macht der Rex? Er ist auf neutral. Alter. Okay, Rex ist draußen. Ja, naja, ich auch. Das muss ein anderer gewesen sein, weil ja. Da sind ja wieder da. Das können ja auch zwei sein. Na. Ja, aber ja, einer ist geportet auf jeden Fall. Einfach nur Flak und drauf. Ich wechsle Stego. Geht der Rex noch? Naja. Der wird halt richtig kassiert haben gerade, ne? Hälfte so. Go, Miki, go. Bin direkt hinter dir. Du müsstest aber gleich einmal vorlaufen, ich habe nämlich kein Bier. Ich habe meins noch nicht getrunken, warte. Ich kann noch nicht trinken, ich habe noch 83 Sekunden. Die Frage ist, von wo die gepowert werden, ne? Wahrscheinlich von unten. So weit, ja.
Geld. Oh, Geld geht's hin. Sollen wir mal jetzt hier in den Impact für mich? Kommst du ran? Nee, ich glaub da jetzt? Ja, ja, ja. Hier steht, glaube ich, zu gerade drauf. Kannst du links das Tech-Trip wegmachen? Jo. Das oben drauf noch, dann haben wir, glaube ich, erstmal. Ja. Weil wenn wir ran könnten, weil die Tech-Trips weg sind, dann könnten wir es halt auch so sprengen. Bringst du das oben drauf noch weg? Das halt richtig klar. Müsste weg sein. Sehr gut. Und du willst das letzte noch kriegen, es sind nur noch eins, oder? Und die anderen haben Line of Sight. Nee, die stehen, aber die stehen so, dass die dich nicht kriegen können. Und ich glaube, ich auch nicht. Müsste auch weg sein. Ja, jetzt die noch über mir, die gerade nicht schießen. Die können ich aber nicht kriegen, Isa. Ja, genau, aber dann kann ich komplett ranlaufen vorwärts. Und den Laden sprengen. Müssten auch weg sein. Ja, sind eins ist da noch, aber das ist egal. Nee, ich krieg Hits. Kriegst du es noch weg, bitte? Bitte, das eine muss noch weg. Ja, bin dabei. Na, nur weil er gesagt hat, ist egal. Nee, ich krieg keinen Winkel drauf. Also ich muss ihn so rumdrehen. Oh, eine Seite ist down. Ist weg, Blackie. Geil, Leute! Alter! Ich drop den TP. Ich drop jetzt von hier, vom Eingang aus, den drop den TP. Ja. Ja, ganz schnell Spamback machen. Miki, hast du was zum Spam mitmachen mit? Nee, hab ich nicht. Dann geh hoch, bring deinen Stego weg. Ja. Damit wir nachspammen können. Aber Foundation für Foundation, ja? Von außen vorbei, dass wir wirklich Meter gut machen. Holst du dann Foundation auf? Ich hab noch. Ich nutze die Rockets, die ich habe, weißt du? Bring du Foundies mit. Ja, ja. Ich bring auch noch Foundies mit, ja, Mann. Hier steht ein Turret mitten im Eingang, ey. Ja, ja. Ja, das reicht erstmal an Foundies. TP müsste, glaube ich, weg sein. Mhm. Ich clear erstmal, dass wir den Fortschritt halten können, ja? Ja. Mike. Was genau schießt denn auf mich? Wir haben nur Exomax hier. Von innen. Ja, stimmt, die anderen Max haben wir noch nicht mitgebracht. Dann bring erstmal V&Ds. Bring erstmal V&Ds, Miki. Ich habe ja schon richtig Feedback. Ja, mach ich. Dass wir erstmal ganz fix nachspammen können. Escape Damage. Ja. Boah, haben wir das geil gemacht mit dem Tower, oder? Okay, jetzt habe ich keine Rockets mehr. Kannst du weiter vorblasen, Miki? Wir kommen nur bis zu der Kante, sehr gut. So viel wie möglich. Yo, geil. Sehr gut, Miki. Und wenn es geht, dich auch der Jane, der steht auf Kante, nimm dir einen neuen Jane raus und guck, dass du den weiter vorkriegst. Dann kriegen wir dich auch Turz weiter vor. Ich spiele weiter Spam. Du müsstest sogar noch ein Stück weiterkommen, Miki. Ich hab noch ein bisschen was weggemacht. Ja, ich will grad, gern. Mhm. Da steht hier komme ich noch mal weit nach vorne. Ja. Ich hab noch mal weggemacht. Die Stegos halten, finde ich, echt viel aus. Dafür, dass die eigentlich nicht so schlecht sind. Ja. Rein. Oh, yeah. Nee, das hat... Nee. Kriegst du noch ein Stückchen... Nee, das schießt, das fängt ab. Nee, ich guck mal. Ja, ich guck mal. Was schießt? Hier schießt nix. Guck mal. Steht da, siehst du den Jen? Für mich sieht es aus, als würde man den. Ich sehe den Jen. Tech Rifle. Steht genau am Eingang. Kann man den Tech Rifle? Möglich, ja. Hast du eine, ja. Ich meine, diese CV und die aber. Aber ne, sieht aber gut aus. Ist auf jeden Fall eine V&D, die uns Bikele ist, aber... Nee, ich seh's nicht von... Siehst du nicht, okay. Von so weit hinten, warte, jetzt sehe ich... Ja, du, der steht... schieß nochmal, bitte. V&D ist das schon kaputt. Nee, ja. Das ist zu weit hinten. Oh mein Gott, ja, das ist so. So ist perfekt, ja. Ja, so war gut. Jetzt triffst du ihn, genau. Down. Turrets aus? Teilweise aus. Reinschmeißen und gib ihm.
Habe ich mir die Cryo mit abgelegt, die dumme Nuss. Die habe ich jetzt gerade einstecken. Nee, ich habe eine. Ich habe die an den Rex gekriegt, aber wir haben ja zwei. Also, hab genug. Okay. Ich nach rechts, du nach links? Ja, fang an. Ich lauf dir hinterher. Na komm, lass mich drauf. Schön, ich krieg du jetzt. Und lad nach, schneller. Geh ich mal kurz um. Oh, ich hab's Tech Dude down. Was? Nee, das schießt immer noch. Hinter mir, ich bin fast down halt, ne? Wenn du vorgehst, kriegst du's? Sonst. Geh einen Schritt vor, dann. Ich steh da. Ja. Gut. Ich bin reingelaufen, hab's voll in die Fresse gekriegt. Das ist richtig, du hast alles richtig gemacht. Ich bin auch halb down. Jetzt von unten, ne? Ja, ja. Oh, die kriegen wieder keinen Damage. Die gleiche Scheiße wie immer. Siehst du das? Die zwei da. Ich hab die 30 Rockets geschossen, ey. An dieser Stelle konnten wir dann leider nicht weiter vorrücken, weil überall Mesh Foundations waren, die nicht mit Tech-Schwert, Mag, C4, Rockets, was weiß ich, wir haben alles probiert, wegging. Also haben wir ein Ticket aufgemacht, doch gemeldet, dass er zuletzt durch den Boden schießen und uns vertrauensvoll ans Tech-Force-Team gewandt. Wie das dann ausgeht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank für euren Support, auch an alle Kanalmitglieder. Und bis bald. Ciao, ciao.